Hallo Hauke. Torge. Na? Na? Hey Daniele, was machst du denn hier? Ich habe gar keine Ahnung, was ich hier mache. Man hat mich hier ins hohe Norden gebracht und ich bin auch YouTuber und Schauspieler und werde heute unterhalten, hoffe ich. Das erste Video der dritten Staffel ist ein ASMR-Video. Schon mal was von gehört? ASMR, ja, ASMR, das ist, ist gewöhnungsbedürftig, finde ich. Hat auch nichts mit ADHS zu tun. Ich finde es gewöhnungsbedürftig. Das benutzen wohl einige Menschen, um einzuschlafen. Das sind manchmal Geräusche, die man hört, wie zum Beispiel irgendwie so ein Kreidekratzen oder irgendwie das Streicheln. Oder das hier, ne? Das Streicheln von Händen oder so. Ein junges Mädchen macht gleich einen ASMR-Test mit dir. Freust du dich da drauf? Du, pass auf, dass ich nicht einschlafe. Wenn sie mich hypnotisiert, dann ist es so ein Tod, den können wir nicht weitermachen. Hauke, Bock auf Hypnose? Cool. Ich freue mich. Ich bin gespannt. ASMR. Na, das kann ja was werden. Dann gute Unterhaltung mit dem ersten Video aus dem Monat September. Hey du und herzlich willkommen zu diesem kleinen, spontanen Video. Ein spontanes Video. Hi du. Vielleicht hast du ja ASMR schon mal gesehen. Ja. Dir aber gedacht, was ist das denn für ein Quinscher-Kram? Ja. Oder du kennst es noch gar für nicht. Für ein Wattkram? Quinscher? Ausprobieren. Ich finde sie wirklich eigentlich ganz sympathisch. Wahrnehmen zu können, musst aber du es ist ein bisschen langweilig einlassen. Bisher. Das ist wie mit Hypnose. Okay. Nicht jeder ist hypnotisierbar. Ich bin anscheinend doch nicht hypnotisierbar. Aber ich und im Kopf ausschalten. Okay. ASMR bedeutet Autonomous Sensory Meridian Response. Das wusste ich sogar aus dem FF. Ah ja. So. Oh, das macht mich schon aggressiv, wenn jemand so flüstert. Ich muss mal kurz pausieren. Wenn jemand so flüstert und dieses Geräusch zwischendurch, was so laut in den Ohren, macht mich aggressiv. Ich werde dir verschiedene Trigger zeigen. Und du kannst. Allein, dass ich dieses Schmatzen die ganze Zeit höre von ihr. Das macht mich schon wahnsinnig. Das finde ich aber noch ganz angenehm, muss ich sagen, dieses Tippen. Davon soll ich jetzt Gänsehaut kriegen? Ich bin empfänglich für ASMR. Wut. Es erzeugt Wut. Absolute Wut. Das hört sich an wie eine Pferdeherde, die hier so vorbeigaloppiert. Zu dem Geräusch will ich mich nicht äußern. Diese Liquid Sounds lösen gar nichts bei mir aus. Oh, können Sie aufhören zu flüstern? Das finde ich eklig. Oh! Bürsten. Oh nein. Ah! Meint sie das ernst? Ich frage mich gerade, ob sie nicht einfach ihre Community verarschen will. Nein, will sie nicht. Will sie nicht. Das ist nicht schön. Also ich sage so wenig, weil ich wirklich versuche, dass das hier irgendwo kribbelt, ne? Aber es kribbelt noch nicht. Was macht sie da? Was soll das denn? Der hat einen kleinen hier. Sprich vernünftig ins Mikrofon. Ich bin total verstört. Ich bin wirklich total verstört. Ich liebe das. Ich mag das. Ich liebe das auch. Ich liebe das gar nicht. Also das mit dem Flüstern ist irgendwie sexy, aber irgendwann aber nervt. Sie kommt mir etwas zu nahe. Oder irgendwie deine Haare mache. Was meine Haare in Ruhe? Weißt du, wie lange ich dafür gebraucht habe? Ich das Video gezielt mit dir verbinde. Das mögen ganz viele Leute. Oder wenn man so. So in Zentralafrika reden die so. Dann gibt es natürlich. Nee. Also am Anfang fand ich sie ganz sympathisch, aber jetzt denke ich so, sie hat ein bisschen ein. Dass ich, bitte kein Rollenspiel. Hey du, wie geht es dir? Alles gut bei dir? Alles gut bei mir, ja. Ja? Okay, sehr schön, dass du heute hier bist und an diesem Video teilnimmst. Sehr gerne. Möchtest du etwas trinken? Ja, Schnaps. Super. Hier, gönn dir Mini-Chili. Ich hab gesagt nein! Ich will jetzt nur ein kleines spontanes Beispiel. Ja, hat nicht geklappt, das Beispiel. Gibt es auch. Geht das noch lange? Hä?
Ah. Oh, wow. Okay, das war ein Erlebnis. Ich fühle mich hochgradig verstört. Wirklich. Wenn das der Entspannung dienen soll, also bei mir funktioniert es null. Und irgendwie ist sie mir auch so unsympathisch geworden, weil das kann sie einfach nicht ernst meinen. Ich finde es aber geil, wie ernst sie das macht. Also sie meint das wirklich ernst, dass sie dann da so macht. Warte, wo ist das Mikrofon? Ich finde das total toll. Die meint das, glaube ich, wirklich ernst. Und das macht es dann irgendwie wieder authentisch und cool, finde ich. Das ist nichts für mich. Ich freue mich schon auf die Vera, die mir damit gar nichts anfangen kann. Ich fand das süß. Für mich ist es nichts, aber vielleicht finde ich ja, dank dieser Person, vielleicht das richtige Geräusch für mich. Ja, Torge, lass uns das schnell durchziehen. Na gut, Hauke, dann schauen wir mal, wie viele Punkte Janina für dieses außergewöhnliche Video bekommt. Die Punkte bitte. Ich finde dieses Video in dem Sinne unterhaltsam, dass ich sage, ich muss darüber lachen. So, weißt du, also ich kann es jetzt nicht ernst nehmen, weil bei mir triggert da nichts und da passiert halt nichts. Ich finde es einfach lustig, dann sie zu sehen, wie sie diese Sachen da macht. Es gibt sicherlich unterhaltsamere Videos. Deswegen gebe ich 5 Punkte. Also, das Video hat mich nicht wirklich unterhalten. Es hat einen guten Anfang gehabt, weil es hat wirklich neugierig gemacht, mal was Neues kennenzulernen. Aber dann ist es ganz schnell leider abgeflaut und deswegen muss ich leider 2 Punkte geben. Ja, wie gesagt, das war nichts für mich. Das ist ja, weiß ich nicht, wenn man sich darauf voll einlässt, kann man da bestimmt entspannen, wenn man das möchte. Ich möchte das nicht. Ich gebe eine 4. Also den Anfang fand ich gut. Der war ein bisschen zum Einschlafen, sag ich mal, so ein bisschen zum Relaxen. Aber dann wurde es doch ein bisschen lebendiger und da bin ich dann wieder lebendiger geworden. Und, aber trotzdem hat mir das gut gefallen und dafür gebe ich eine 6. Dieses Video war für mich irgendwie auch eine kleine Grenzerfahrung. Ich würde es auf jeden Fall teilen und sagen, guck dir das Video mal an, was macht es mit dir? Es war unangenehm. Das war ein sehr charmantes Mädchen und hat das wirklich sehr anschaulich erklärt. Ich habe leider keinen Ton gefunden, der für mich passt und gebe dem Video aber eine solide 7. Leider nur 24 Punkte nach dem Jury-Voting. Kann das Publikums-Voting das Ganze noch etwas raushauen? Punkte. Nein, da kann ich die gespielte Begeisterung in meiner Stimme weglassen. Das war wirklich nicht so toll. Durchschnittlich 4. Okay. Kann ich verstehen. Also es ist halt auf einem anderen Spektrum. Die haben sich dann wahrscheinlich genauso gedacht, ich sterbe gerade innerlich. Was macht Torge mit mir? Okay, gut. Das ist jetzt nicht zu weit von meinem Weg, aber so richtig positiv war es ja auch nicht, würde ich sagen, oder? Am kommenden Montag um 14 Uhr geht es weiter mit der zweiten Folge von Entertain Me. Einen guten Start in die Woche und bis bald!